Das ist jetzt mal so eine Frage in die Runde. Ich probiere es einfach mal. Also, was Airbnb-Erfahrungen und Rezensionen angeht. Ich habe ja bestimmte jetzt Erfahrungen gemacht, so ein bisschen, einfach weil ich den Winter überbrücken will. Und ja, es ist einfach kalt draußen im Campervan jetzt. Und wenn es dann wieder wärmer wird, Februar, März, will ich in den Campervan wieder langsam zurück. Und das ist ja auch ein Erfahrungswert für mich so jetzt. Und meine Frage ist jetzt die, wenn ich eine bestimmte Airbnb-Erfahrung mache, soll ich dann die Wahrheit sagen? Und jetzt gehen wir so auf das, was ich habe euch erzählt. Hier ist so Mäusekot, was hier so rumliegt. Und dann der Lärm von der Straße zum Beispiel auch, der mich persönlich stört. Manche Leute würden das vielleicht nicht stören. Und jetzt ist halt so die Sache so. Wenn ich das jetzt sagen würde auf Airbnb, dann könnte ich ihm das Business eigentlich ziemlich zerstören. Weil wenn die dann lesen so Mäusekot und Lärm von der Straße, dann sind die so, nein, danke. Ich würde natürlich auch sagen, die Sachen, die gut sind, um das auszugleichen. Also die Holzkabine an sich ist perfekt, da ist nichts auszusetzen. Aber für den Preis, was er will, finde ich, dass die Einrichtung doch noch um einiges besser sein könnte. Also die ist ein bisschen sporadisch. Er hat natürlich die Blumen hier hingestellt, ja, da hat er sich natürlich in der Hinsicht ein bisschen Mühe gemacht, aber er hat halt vorher nicht kontrolliert, ob es sauber ist, weil das muss ja schon irgendwie eine Weile rumliegen, dieser Mäusekot. Also der war tatsächlich auf den Decken, die man sich so drüber ziehen kann, so, die sollen ja so Kuscheldecken sein, wenn du es dann runterziehst und siehst Mäusekot, nein, danke. Und dann halt auf dem Bett, ja, so sieben, acht so kleine Kotkügelchen. Und da habe ich natürlich wenig Bock drauf. Und in der Küche, das Größte, was ich gefunden habe, war das hier. Und nur eine Schale. Gut, ich brauche nur eine Schale. Also, aber das hier ist mir echt ein bisschen zu klein. Und der Klodeckel ist ein bisschen lose. Also es fehlt ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit. Und offensichtlich, bevor ich gekommen bin, hat das anscheinend nicht kontrolliert. Also wahrscheinlich hat es irgendwann mal gemacht. Vor ein paar Wochen oder so. Und hat wahrscheinlich die Tür offen gelassen oder so, kam eine Maus rein. Ich weiß nicht, wie die Maus raus ist, weil offensichtlich ist sie hier drin, scheint sie nicht mehr zu sein. Also müsste ich sonst hören. So, und in dem anderen Ort, der war eigentlich auch perfekt, nur habe ich extrem schlecht dort geschlafen. Gut, das werde ich, glaube ich, in den Rezensionen nicht erwähnen, weil wenn ich schlecht schlafe, ich meine, andere Leute schlafen dort vielleicht total super, also das ist ja von Person zu Person anders. Und ich bin ja, habe ja nicht schlecht geschlafen, weil irgendwie Lärm war oder so, weil einfach die Energien unterm Haus nicht stimmen und da bin ich halt spezifisch. Das wäre halt nicht so schlau, glaube ich, das so, also es wäre nicht nett, das zu kommentieren so. Aber was halt dort war, es hat halt durch die Decke getropft und die Decke ist, als es viel geregnet hat, ist so aufgerissen und da war halt so ein Zentimeter Spalt. Und er erzählt mir dann so, ja, die ganze Decke ist schon mal runtergekracht. Und dann hab ihm halt das gesagt und er ist mit so einem Holzding hat er so reingeklemmt, damit der Bereich, damit das nicht so runterfällt. Ja, weil er gesagt hat, dass da, wenn sich das Wasser aufstaut, dass das sehr stark runterdrücken kann. So. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das aber feucht ist, dann kann sich ja auch Schimmel bilden. Und dann dachte ich so, vielleicht war ja dann schon Schimmel und ich weiß es nicht. Und das sind halt so Sachen, so soll ich diese negativen Sachen ansprechen oder nicht? Und da bin ich echt so ein bisschen ratlos. Weil auf der einen Seite will ich ihnen den Business nicht versauen, weil vielleicht meinten die das ja gar nicht so schlimm. Aber er meinte, es ist ja schon mal passiert. Dass er hätte es eigentlich reparieren müssen, bevor er es macht. Bevor er es wieder vermietet. Und also komplett reparieren hat er anscheinend nicht. Und da ist so ein bisschen die Frage halt, ist eigentlich so ein bisschen verantwortungslos. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob vielleicht die Franzosen so nicht allgemein sind, dass nach außen alles so tipptopp, aber wenn man dann so drunter unter den Tisch guckt, so, also ich meine jetzt auf allen Ebenen, nicht nur so. Weil zum Beispiel die Gegenden sind immer schön gemacht, also oder die Häuser, also du siehst die immer schön bemalt, es hat alles irgendwie so ein bisschen Flair, ein bisschen Stil, aber vielleicht ist das tatsächlich alles nur oberflächlich. Diese Holzkabine an sich ist perfekt, die wurde auch teuer konstruiert, das sieht man, da stecken mindestens 30.000, 40.000 Euro da drin. Das ist eine gute Holzkabine oder 20.000 sowas. Gut, je nachdem wie viel das Holz kostet und wann es gemacht worden ist, der Boden passt.
Also, es ist schon in Ordnung, aber das ist halt jetzt die Frage, ist, soll ich diese Sachen, weil für einen ist es eine Kleinigkeit, für den anderen nicht, soll ich sie reinschreiben oder nicht? Und auf der anderen Seite würde ich mir auch wünschen, dass die Menschen über mich nicht jede Kleinigkeit reinschreiben, die zum Beispiel irrelevant ist. Zum Beispiel jetzt bei dem Typen, ich habe ihm gesagt, er soll halt das blockieren, falls ich länger bleibe. Oder nee, er hat es mir angeboten. Habe ich gesagt, ja, das wäre nett. Dann hat das blockiert und jetzt habe ich gesagt, nee, ich ziehe halt trotzdem aus. Da würde ich auch nicht wollen, dass er sagt, ja, also er hat gesagt, er bleibt länger oder so. Habe ich ja auch eigentlich gar nicht gesagt, aber er könnte das reinschreiben. Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr super ehrlich sein und einfach das so reinschreiben, mit allem drum und dran, wie ihr es erlebt, oder was würdet ihr drin behalten und was nicht? Also jetzt bei dem anderen mit der Decke habe ich tatsächlich nicht rein. Doch, habe ich reingeschrieben, habe gesagt, aber ich denke mal, dass das bald behoben wird. Das mit der Decke habe ich tatsächlich reingeschrieben, weil das ist eine große Sache. Also es könnte ja jemanden tatsächlich stören, dass die Decke kaputt ist, ja, und dass da vielleicht Schimmel ist, der irgendwie dann da rein dingst. Und klar, weil er hat auch gesagt, das ist ganz dicke Isolation. Okay, wenn da ganz dicke die Isolation ist und da kommt Wasser rein, dann sammelt sich das ja extrem, diese Feuchtigkeit da drin. Ja, und wer weiß, also Schimmel kann ja alle möglichen auch Gesundheitsprobleme und Atemprobleme auslösen. Und mit dem Kot, weiß ich nicht. Also ich meine, er hat keine Katzen hier. Das ist halt so sein Nachteil. Er hat einen Hund. Der bräuchte halt so zwei Katzen, die sich halt so ein bisschen um die Mäuse hier kümmern. Aber ich meine, es wurde halt überhaupt nicht gecheckt. Also einmal kurz an der Decke und du siehst sofort, gut, es ist eine dunkle Decke, also, aber doch, man sieht den Code schon relativ sofort. Und ich weiß auch nicht, ob ich es ihm direkt sagen soll, einfach nur, und dann im Review nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, Airbnb selber sagt sich, die würden sich schon authentische Rezensionen wünschen. Ich bin in der Hinsicht sehr, sehr ambivalent, unentschlossen, unklar. Ich bin normalerweise jemand so, ich habe früher immer gesagt, wenn ich eine schlechte Rezension geben würde, gebe ich lieber gar keine. Das war so früher meine Einstellung. Momentan kotzt mich das ein bisschen an, aus dem Grund, weil die ja relativ viel Geld nehmen. Also wenn die irgendwie 500 € nehmen würden, für einen ganzen Monat, und du hast da irgendwie, und du findest was Schlechtes, dann sagst du, okay, mal. Wie seht ihr das?